Hallo liebe Campingfreunde, Servus, Urlaub ist vorbei. Ja, der Akira geht es auch wieder gut. Vielen Dank für alle, die Kommentare geschrieben haben und gute Besserung der Akira. Ich bin jetzt hier in Neustadt, wie ihr sehen könnt, bei FWS, Fahrzeugtechnik, FWS, Wohnmobile und bereite mich mal ein bisschen so auf den Caravan-Salon vor, ne? Denn der beginnt jetzt schon bald. Und da geht es wieder los mit Roomtouren, mit Neuigkeiten etc. Und um ein bisschen warm zu werden, habe ich mir hier mal ein paar Fahrzeuge vorgeknöpft beim Simon und beim Eugen. Und zwar haben die noch den ganzen Hof vollstehen, voll schöner Kastenwagen. Zum Teil viele auch mit Automatik, Fiat Automatik. Und ja, der Hof soll jetzt leer werden, denn die nächsten Fahrzeuge, die 24er Modelle nach dem Caravan-Salon, logischerweise, die kommen. Und deswegen gibt es hier einen Haufen schöner Angebote. Und die möchte ich euch mal zeigen, ne, was es hier so gibt. Von Forster über Ventura hin zu Kama, natürlich auch Robetta, logischerweise. Und ich würde sagen, legen wir mal los mit dem ersten Fahrzeug. So, das erste Fahrzeug hier, Ventura 600D, wie es der Name schon sagt, ein 6 Meter Längs, ein 6 Meter Querschläfer. Das Ganze hier auf Peugeot Boxer, ja, und schön in Weiß gehalten, 23er Modell logischerweise. Ja. Gehen wir mal hier ums Auto rum, sind schon schöne Alufelgen drauf, Markise ist dran, LED-Lichtleiste ist dran. Alles, was es benötigt. Ja. So, von hinten, ja, füllt man Wasser ein hier. Jawollo. Ventura, ja, immer auf unserer Liste gewesen von Anfang an. Ja, noch vor Robetta und auch vor dem Rusty war Ventura, ja, alle, die es wissen, schon immer ein Hingucker für uns auch. Ja, letztendlich ist es dann aber ein Robetta geworden. So, dann haben wir hier, vorne sieht das alles gleich aus, egal ob es Citroën ist, Fiat oder Peugeot, das sieht alles identisch aus. Ne? Und dann würde ich sagen, gucken wir mal hier rein ins Fahrzeug und auch, was das Ding kostet. Alle hier Fahrzeuge, die ich jetzt hier filme, sind auf dem Hof sofort verfügbar. Es hat auch Automatik hier, dazu aber später mehr. Jetzt gehen wir erstmal hier in den Ventura rein. So, und dann gehen wir mal rein hier in das gute Stück. So. Was ich am Ventura immer so cool fand, ist das Design an sich. Macht immer irgendwie einen modernen Eindruck, finde ich. Ja, absolut. Hier steht es auch. Ventura 600D auf Peugeot. Limited Euro 6D Final. Gucken wir gleich mal auf den Preis. 70,99 ist normalerweise der Preis. Hier Sonderangebot 67,99 und dazu noch ein Paket, das der Simon hier von FWS drauflegt, und das blende ich euch jetzt mal ein. Egal was für ein Fahrzeug, Hauptsache ein Lagerfahrzeug von Stellantis, Fiat, Peugeot, Citroën, alles was hier steht, ja, hier hat es ja auch viel mit Automatik, seht ihr dann oder habt ihr schon gesehen, dann gibt es noch ein Paket dazu hier vom Simon. Und zwar, das hat es ganz schön in sich. Schaut mal an. Da hat es Solarregler dabei. Und zwar die 30-Volt-Technologie, die ich ja bei mir auch drauf habe. Ein Lithium-Batterie, 100 Amperestunden ist dabei. Dann hier der Smart-Navisiver von ESX, den ich auch bei mir dabei habe. Inklusive Rückfahrkamera. Natürlich hier Solarpaket mit Solarladeregler etc. etc. Dann habt ihr auch hier die Kabel schon dabei und. Das ganze Paket, das hier steht, hat einen Wert von 5.520 Euro. Und der Simon hat jetzt gesagt, er macht hier einen Aktionspreis. Damit der Hof leer wird für die neuen Fahrzeuge, bekommt er das für einen Aktionspreis noch für 2,94 dazu. Ja, das ist doch mal was. Über 50% Rabatt auf das ganze Paket. Nicht schlecht, würde ich sagen. Kommt mal vorbei hier, FWS in Neustadt an der Weinstraße. Hat doch was, oder? Also von dem her, wen das interessiert, kommt mal vorbei. Jetzt schauen wir uns aber mal das Fahrzeug hier genauer an. Ihr seht schon hier die Dinette, ein sehr schmaler Tisch, aber ist ein 6 Meter Fahrzeug, darf man nicht vergessen, logischerweise.
Und deswegen hat man hier trotzdem sehr viel Platz. Die Sitze kann man hier auseinanderziehen, so wie es aussieht. Dann hat man hier auch ein bisschen mehr Platz zum Fahren. Gerade die Kinder oder so, wenn die mitfahren, dann haben die da einfach ein bisschen mehr Platz. Ansonsten hier ganz normale Kochnische, zwei Flammen hier mit Piezo-Zündung. Dann haben wir hier noch original verpackt das Schneidebrettchen. Das Schneidebrettchen, das hier reinkommt, das ist noch original verpackt. Das ist ein Fahrzeugablager, logischerweise. Jawohl. Alles nagelneu hier drin. Auch die ambiente Beleuchtung und an sich die Beleuchtung auch im Ventura ist wirklich hervorragend. Wenn man da nachts drin sitzt, ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl und hat einen richtig wohnlichen Aspekt hier, das Ganze. Was interessant ist, kommen wir gleich dazu. Ihr seht schon hier, das Ganze hat ein Raumbad. Und das Raumbad ist versteckt, so wie es aussieht. Also nicht so, wie ich im Rusty hatte, sondern hier ist es eigentlich versteckt. Man könnte jetzt gar nicht drauf kommen, dass da ein Raumbad ist. Aber da ist eine große Duschwanne. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Auch die Sitze hier, schön geschmackvoll. Absolut. Allerdings ganz klar andere Liga, wie zum Beispiel im Robetta. Da fängt es schon an. Das sind so Sachen, die gibt es im Robetta einfach nicht. Das sind einfach nur so Überzieher, aber nichtsdestotrotz geschmackvoll. Für jeden Geschmack ist da mit Sicherheit was dabei. Ventura setzt auch viel auf Rundungen. Also hier hat es überall Rundungen in diesem Fahrzeug und das macht es an sich auch noch ein bisschen geschmackvoller, das Ganze. Druma CP Plus ist schon dabei. Hier auch beim 600D. Natürlich hier wie bei Ventura üblich. Keine Gasheizung, obwohl man es meinen könnte, sondern eine Dieselheizung. Überall bei jedem Ventura, bei dem ich euch hier vorstelle, ist eine Dieselheizung schon mit dabei. Finde ich persönlich ganz wichtig. Ich könnte mir keine Gasheizung mehr vorstellen, denn man ist einfach ein bisschen flexibler und man hat einfach ein bisschen mehr Freiheit, weil Diesel hat man grundsätzlich ja immer an Bord. Also, wie gesagt, dieser 600D mit Dieselheizung. Was mir gut gefällt, ist auch wieder hier, klar, das hat mir immer gefallen bei Ventura, die Scheibenverkleidung hier und die Isolierung dahinter. Das ist eine einfache Sache, so dass man den Kunststoff nicht sieht. Schade, dass das nicht jeder Hersteller macht, weil ich finde es einfach ein bisschen stylisch. Und das sind so Kleinigkeiten, finde ich. Und auch mein geliebtes Fach über dem Kopf ist hier enthalten. Es ist einfach hier offen und da hat man aber ganz viel Platz, schaut euch das an. Und für mich ist das auch ganz, ganz wichtig. Also ich könnte zum Beispiel nicht mit der Coupé-Funktion oder mit dem Skyroof, würde ich nicht klarkommen in einem Kastenwagen, wo eh schon so wenig Platz ist, ist das für mich ganz wichtig. Scharniere und ansonsten auch die Schränke machen einen sehr guten Eindruck bei Ventura. Logischerweise ist hier alles verschraubt und hat überall auch die Kappen drauf, wie man sehen kann. Das bin ich natürlich bei Robetta nicht gewöhnt. Da ist natürlich dann schon auch wieder der Sprung zu einer Manufaktur da, das merkt man. Aber vom Preis ist der natürlich auch um einiges günstiger. Das darf man nicht vergessen. Für den Preis 67,9 hier ist es natürlich schon in der heutigen Zeit, leider Gottes, 2023 ist es ja fast schon günstig. Also ganz ehrlich, wenn man dann noch das Paket dazu nimmt vom Simon, dann hat man hier ein gut, sehr gut ausgestattetes Fahrzeug, mit dem man hier eine Menge Freude haben kann. Oben das Dachheki, groß und zum Kurbeln finde ich auch immer gut. Ist einfach ein bisschen dichter wie der Klappmechanismus. Ich selber bin gar nicht mehr so der Fan vom Dachheki, ganz ehrlich, obwohl es standardmäßig drin ist. Aber ich hätte hier bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, am liebsten gar kein Dachheki mehr, sondern einen Lüfter drin. Dann haben wir hier so nette ambiente Sachen, wie zum Beispiel diese Ablage, wo auch der Fernseher sein könnte. USB-Anschluss hier, USB-Anschluss da. Und da hat es dann auch noch mal ein paar Sachen. Hier 12 Volt Zigarettenanzünderanschluss. Lieber ein bisschen mehr USB-Anschlüsse. Hier ist noch 230 Volt Landstrom. Und wenn man die Lithium-Batterie, das Paket drin hat, dann kann man da auch eine Vorrangschaltung reinmachen, so dass man hier 230 Volt an Bord hat, ob mit oder ohne Landstrom, ganz klar. Ansonsten Schubladen, ja, da muss ich nicht mehr dazu viel sagen. Das ist natürlich logischerweise alles mit Softclose. Das sind zwar Kleinigkeiten, muss man nicht unbedingt haben, aber das ist eigentlich Standard heutzutage.
viel Platz hier auch. Was mir gut gefällt, dass die Schubladen hier unten ziemlich weit rausgehen. Und somit hat man hier auch wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch Töpfe reinzubringen, ohne dass man da großartig hier sich verrenken muss. Ne? Top. Was haben wir hier noch? Oh, da ist auch noch ein großer Schrank. Für Geschirr oder für Töpfe oder was auch immer, bringt man hier auch noch unter. Also der Stauraum hier in dem wohlgemerkt 6 Meter Fahrzeug ist hier wirklich gegeben. Da kann man nicht motzen. Ne? Dann haben wir den Kühlschrank hier auf Einladehöhe, sage ich immer. So, schöner Kompressorkühlschrank. Da ist auch jede Menge Platz dahinter. Von Vitrifrigo. Jawollo. Da bringt man auch jede Menge rein. Und da unten haben wir noch mal einen Kleiderschrank zum Beispiel. Ne? Oder eben Getränke oder was auch immer. Sperrige Sachen, die man so mit sich schleppt. Da ist noch die Folie dran. Logischerweise das Fahrzeug hier nagelneu. Deswegen hat es ja überall zum Teil noch Folie dran. So, also. Jawohl, hier ist ganz schön Verkehr. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal hier in das Bad, das ich so noch nicht gesehen habe. Ganz ehrlich, schaut euch das an. Da ist ja eigentlich die Duschtasse da drinnen. Theoretisch könnte man hier eigentlich schon fast hier drinnen duschen. Aber das Ganze ist noch zum Aufklappen. Ich gehe jetzt erstmal so rein. So, also. Das ist jetzt hier das Bad. Ein riesen Waschbecken, muss ich schon sagen. Und man sitzt hier auf dem WC richtig gemütlich. Und es passt eigentlich auch, wenn ich die Tür zumache. Also das geht. Überhaupt kein Problem. Ja? Und ich muss nicht unbedingt jetzt hier das große Raumbad aufmachen. Wobei zum Duschen wird es dann schon eng. Also ich stoße dann schon oben an, wenn ich zumache. Dann ist schon eng. Ne? Also klar, dann ist eng. Aber ich könnte jetzt hier theoretisch noch ein bisschen erweitern. Und das schauen wir uns jetzt mal an im Fahrzeug nebenan. Dort ist es nämlich schon präpariert. Gucken wir uns mal schon an, wie das aussieht. So, jetzt sieht man das Ganze hier auch mal aufgeklappt als Raumbad. Okay, habe ich so noch gar nicht gesehen. Komische Konstruktion, aber ich würde sagen, gehen wir mal rein und dann gucken wir mal, ob das wirklich so einen riesen Effekt hat. Also, ich muss es natürlich hingehen. Die Türe ist hier aufgeklappt. So, ich habe jetzt den ganzen Bereich theoretisch, wo ich duschen kann. Und jetzt muss ich nur den Vorhang hier um mich rumziehen. So, und schon habe ich hier ja doch einen Haufen mehr Space, ne? Also wirklich, vor allen Dingen hier noch mal ein Abfluss mehr und ich habe jetzt hier richtig viel Platz. Also ist schon ein Raumbad, das versteckt ist, das man nicht unbedingt benötigt, aber es hat auf jeden Fall seine Berechtigung, ne? Also hier nochmal ein Vorhang, okay, kann den hier ringsrum machen, dass da auch nichts nass wird, okay. Ja, wieso nicht, ne? Für ein 6 Meter Fahrzeug kann man nicht motzen, ganz ehrlich. Hier ist auch noch ein kleines Fenster dabei. Da oben hat es noch jede Menge Abstellfläche fürs Toilettenequipment. So, und dann haben wir hier unseren Spiegel wenigstens auf einer richtigen Höhe. Das finde ich schon mal richtig cool. Der ist genau auf der richtigen Höhe. Für die Karo wäre das jetzt aber wahrscheinlich nichts. Die müsste sich schon ein bisschen hier ducken. Obwohl, der ist ein bisschen schräg. Dann geht es noch. Aber zur Not haben wir ja hier noch einen großen Spiegel. Ne? So, von hinten haben wir natürlich jetzt hier einen Querschläfer. Aber, wie ihr sehen könnt, der ist doch ziemlich geräumig. Ja. Oben hin die Schränke auf beiden Seiten. Bringt man auch richtig viel rein. Jawohl. Schaut euch das an. Also da bringt man richtig viel rein. Gerade für uns mit unseren kleinen Regalen hinten, die ja locker 3 Wochen auch verreisen können, ist das natürlich Luxus hier. Und für ein 6 Meter Fahrzeug ist das schon sehr geräumig. Muss ich ehrlich sagen. Ich blende euch mal die Maße von dem Bett ein. Ja, mit einem Fenster hier auf der rechten Seite. Auf der anderen Seite haben wir ja wegen so einer Ablagefläche. Ist vielleicht auch ganz gut. Man kommt hier nicht in Berührung mit den Fenstern, wenn man liegt. Es sind noch Fenster hinten drin. Jeweils auf jeder Tür eins.
und das passt soweit. Hier ist nur ein bisschen Filz, aber man merkt natürlich schon den Unterschied jetzt, wenn man mal klopft, auch von außen, dann merkt man schon den Unterschied zu den Manufakturen, denn der ist einfach da. Was ich cool finde, definitiv am Van Tourer, ist natürlich, dass der Wassertank hier schön in der Mitte vom Fahrzeug ist. Und der ist da hinten, der ist da unten drin, schön in der Mitte. Das heißt, die Gewichtsverteilung ist natürlich ideal. Und man kommt hier auch richtig gut hin. Vor allen Dingen natürlich auch das mit dem Bettengestell. Das kann man hier hochklappen und dann bringt man hier auch locker zwei Fahrräder rein. Also das haben sie schon gut gelöst, Ventura. Auch der Einstieg ins Bett hier mit diesen Trittstufen ein bisschen verstärkt, dass das Ganze auch nicht ausbricht nach kurzer Zeit. Und ansonsten die Lattenroste, naja, okay, nicht gerade das Edelste, aber es tut es. Und auch die Matratze ist jetzt nicht gerade, sage ich jetzt mal, Hightech. Da bin ich natürlich im Robetta anders gewöhnt. Aber wie gesagt, man darf natürlich nicht vergessen, es ist auch eine andere Preiskategorie, definitiv. Und wer hier unter 70.000 einen nagelneuen Kastenwagen haben möchte, der ist hier auf jeden Fall gut am Start mit einem modernen Fahrzeug. Und deswegen würde ich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis Daumen nach oben. Ja. Was haben wir da? 230 Volt Landstrom. Da haben wir so zwei kleine Mini-Lautsprecher auf der Seite und auch auf der Seite. Hier, da haben wir auch nochmal einen 12 Volt Anschluss. Würde ich austauschen zu USB. Klar, gibt Adapter. Hier ist ein Dimmer. Da kann man dann das Licht dimmen. Jawohl. Und hier oben hat es dann auch nochmal zwei USB-Anschlüsse in dieser Lichtleiste. Also steckdosentechnisch ist eigentlich schon genug drin. Einsteigen und losfahren. So, was gibt es außen noch zu sagen? Wir haben Nebelscheinwerfer drin. LED-Tagfahrlicht ist auch dabei. Jawohl. Und auch das Design, typisch Ventura hier mit dieser Weltkugel, ne? So, ich würde sagen, erste Fahrzeug abgedreht. Ich komme langsam wieder auf Touren. Es braucht noch eine Zeit. Schon lange keine Roomtour mehr gemacht, ganz ehrlich. Aber jetzt vorm Caravan-Salon ist es natürlich genau das Richtige, um da wieder ein bisschen auf Touren zu kommen. Also seht es mir vor, wenn das alles noch nicht so hundertprozentig ist, wie ihr vielleicht in vorigen Videos gewöhnt seid von mir. Ne? So, ich würde sagen, gucken wir mal, was noch rumsteht. Und dann schnappen wir uns das nächste Fahrzeug im nächsten Teil. Viel Spaß!